Ja, ey, Herzensangelegenheiten hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte euch mal auf dem Laufenden halten zum Thema diesem Experiment. Ich muss ein bisschen leiser reden. Die Frau, die ist da hinten, die weiß immer noch nichts davon. Sie hat auch noch nichts gesagt, warum ich jeden Tag nach Knoblauch stinke. Sie hat, einmal hat sie gesagt, oh, du schmeckst aber total nach Knoblauch oder so. Ja, man küsst sich auch schon mal. Ja, so ist das. In der Beziehung Tatsache, in der Ehe, ja, kann man sich auch schon mal küssen. Kommt schon mal vor. Ansonsten, ich halte die Leute gut auf Abstand. Mich hat keiner angesprochen. Also das mal nur so zum Thema sozialen Aspekt. Gesundheitlich habe ich regelmäßig meinen Blutdruck gemessen. Ja, ich habe jetzt nicht so die Veränderung festgestellt. Ja, der oberste Wert ging ein bisschen runter. Ich glaube, der war beim ersten Mal, wo ich gemessen habe. Also ich habe es aufgeschrieben. Zur tatsächlichen Auswertung der Zahlen kommen wir dann hinterher. Ende der Woche, beziehungsweise Ende nächste Woche, heute ist ja Sonntag, also die Woche ist ja noch die alte Woche. Da reden wir nächste Woche von. Muss man mir mein Bart ein bisschen richten. So. Darüber reden wir dann genau nächste Woche. Der ging ein bisschen runter tatsächlich, aber es kann natürlich tagesformabhängig sein, was auch immer. Ansonsten. Ja, was soll ich sagen? Also Winde auf jeden Fall, ne? Also der Knofi macht sich auf jeden Fall bemerkbar in dieser Richtung. Ja, habe ich sonst irgendwas festgestellt? Nee, also jetzt nicht so, dass ich wüsste. Also man sollte sich ja auch mehr Glückshormone ausgeschüttet werden. Also stand auch in diesem Artikel, das habe ich jetzt nicht festgestellt. Vielleicht ist also alles noch ein bisschen wenig. Also der Geschmack. So, den man täglich dann vom Knoblauch hat, weil man ja jeden Tag Knoblauch frisst. Ja, ich weiß nicht, ist halt so, muss nicht sein. Heute war auch ein bisschen ätzend, weil zum Abendbrot gab es Brot, also am Mittag haben wir gegrillt. Und beim Grillen, da wusste ich jetzt nicht, wie ich, oder habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, wie ich Knoblauch da unterbringen kann. Und dementsprechend musste ich gerade das irgendwie beim Abendbrot bei den Broten verteilen. Also habe ich Schmierkäse genommen und da Knoblauch drauf gematscht. Und was hatte ich noch? So ein Bio-Aufstrich. Hier irgendwas. Paprika, ne, Tomatenzeugs hier. Vom Aldi, diesen Bio, das Bio-Zeugs. Ja, damit geht das, aber mit dem Schmierkäse, das war jetzt nicht so dolle, muss ich sagen. So dolle. Aber okay, ich habe es runtergekriegt. Aber wieder schön. Knoblauchgeschmack die ganze Zeit hier im Mund, sehr schön. Ansonsten. Also selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, den sozialen Aspekt. Ich hätte gedacht, ich werde viel öfters darauf angesprochen. Hey, du stinkst aber nach Knoblauch, was ist da los? So, aber entweder haben die Leute Scham, also schämen sich, oder ja, schämen sich, mich darauf anzusprechen. Oder denen ist das wirklich egal. Also meinen Arbeitskollegen habe ich es gesagt. Ich sage hier, ich esse gern Knoblauch, so. Wo ich das Experiment angefangen habe, sagte, ja, ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, ob ich euch das gesagt habe, ich glaube aber nicht. Und ja, gut, und der andere, also wir stehen auch nah und keine Ahnung, also mir hat keiner was gesagt. Außer wie gesagt, das andere mit der Frau. Aber die bleiben auch alle ein bisschen auf Abstand stehen. Ist auch nicht so verkehrt. Gutes Mittelchen. Hält nicht nur Vampire ab. Okay, das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, gesundheitlich jetzt. Habe ich jetzt nichts gemerkt. Also soll übrigens, das habe ich im ersten Video gar nicht erwähnt, es soll übrigens auch die freien Radikale, was man jetzt nicht merkt oder nicht messen kann, glaube ich, freie Radikale bedingt durch Alkohol, Rauchen, bla bla bla, die Lebenszeit verkürzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das soll Knoblauch auch binden, beziehungsweise nicht binden. Naja, dass das weniger gibt oder die kaputt machen, was weiß ich. Irgendwie sowas stand da in diesem Artikel. Also ist auf jeden Fall gut gegen freie Radikale, sagen wir so. Ja, ansonsten war es also erstmal meinerseits. Ich wollte nur mal kurz den Zwischenstand geben. Gestern habe ich nicht keinen Blutdruck gemessen, weil war ein bisschen spät und bin auf dem Sofa eingeschlafen und so. Und dann hatte ich da irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Heute Abend werde ich messen nachher. Ich habe auch zwischenzeitlich ein bisschen Sport gemacht. Habe dann auch noch Blutdruck gemessen. Also das war auch jetzt nicht unverändert. Das hatte mich auch mal interessiert, ob der dann extrem nach unten geht oder so. Aber war jetzt, wie gesagt, ein paar Punkte ist er nach unten gegangen. Aber da gehen wir dann bei dem Abschlussvideo gehen wir dann nochmal drauf ein.
genauer und dann werden wir auch nochmal gucken, was das Blutbild so sagt. Genau. Okay, das war's an der Stelle. Ich würde sagen, schönen Sonntag euch noch, schönen Start in die Woche und ich melde mich. Im Laufe der Woche melde ich mich nochmal. Und dann halt zum Abschluss. Ich will euch ja nicht jeden Tag auf den Keks gehen mit diesem langweiligen Thema. Also, bleibt sauber und bis demnächst.